Hallo ihr Lieben draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich nehme euch heute wieder mit durch meinen Tag. Und also eigentlich drehe ich morgen erst, aber wir legen jetzt heute Abend in den Azoren, in Ponta Delgada an. Und wir fahren gerade vorbei. Und genau das wollte ich euch nämlich zeigen, weil es sieht nämlich ultra schön aus. Und dann geht's für euch gleich weiter, also für mich morgen. Wir sind gerade auf dem Weg nach La Coruña, glaube ich, nach Spanien. Und das Schiff schaukelt schon ziemlich doll. Der Markus meinte gerade zu mir, hey, geht schon mal vor, weil wir jetzt Mittag essen wollten. Er muss irgendwie mal auf Deck 5, irgendwie geht es ihm nicht so gut. Also leider kann man das auf der Kamera überhaupt nicht festhalten, weil selbst die Wellen von draußen jetzt nicht sonderlich doll sind, sondern eher so groß und tief. Also jetzt keine so wusch, wusch, wusch Wellen, sondern ja, kann man ganz schlecht beschreiben. Aber ich guck mal auf Deck 5, wie es dem Markus geht. Es ist auch gar nicht so super kalt, wie ich gerade dachte. Man sieht, glaube ich, ganz gut, dass es eher so tiefe Wellen sind, oder? I wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about. And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. So, also wir nehmen auf dieser Fahrt tatsächlich alles mit, was man nur mitnehmen kann. Wir haben heute wieder einen Seetag gehabt. Der Kapitän hat sich dafür entschieden, morgen den Hafen in La Coruña, Spanien, nicht anzufahren, weil das einfach zu gefährlich wäre. Und als zweites wurde gerade die Durchsage vom Kapitän gemacht, dass ein Notfall an Bord ist und wir deswegen in die Nähe von einem Hafen, also in die Richtung fahren, weil dort dann ein Hubschrauber kommt und der Hubschrauber holt dann den Passagier ab und das wird heute gegen 23 oder 24 Uhr passieren. Das ist wirklich ein sehr spannendes Manöver, weil dann ein Hubschrauber, glaube ich... Ich glaube, die landen nicht. Also es ist halt sehr spannend. Kurze Schreckensminute, wir wurden gerade angerufen vom Kids Club. Die Frieda ist auf die Nase gefallen und hat aus der Nase geblutet. Und jetzt haben wir sie abgeholt, aber ihr geht's wieder gut. Sie hat einen Kühlakku bekommen, ist alles halb so wild, aber ich zeig euch mal das T-Shirt. Da ist Blut, überall Blut. Aber wir gucken es uns jetzt mal an. Bis jetzt hat sich alles wieder beruhigt. Ich habe die Nase angefasst. Es tut ihr nicht mehr weh und jetzt gehen wir Abendbrot essen. Morgen! Heute ist, ich weiß gar nicht, welcher Wochentag heute ist. Heute ist Samstag und wir sind ja auf den Azoren angelegt. Elfriede, guck mal, dein Pippi hat den Schlüpper verloren. Wir haben jetzt aufgegessen. Jetzt gehen wir mal in der Rezeption fragen, ob wir einen Buggy uns ausleihen können. Wir haben nämlich gehört, dass man sich für ein paar Euro am Tag auch so einen Buggy ausleihen kann. Wir dachten bis dato, dass es eigentlich immer nur komplett über die ganze Fahrt geht. Aber es geht auch wohl für einzelne Tage und das probieren wir jetzt mal aus. 5 Euro am Tag und es ist so ein Safety, aber ich zeig den gleich nochmal. Steht da? Ja, einen Brief bekommen. Also wir haben einen Kabinenbrief bekommen. Blablabla, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihnen eine neue Kabine anbieten können. Jedoch handelt es sich bei dem Angebot um einen Kategoriewechsel in eine Mehrblickkabine, barrierefrei. Gesamtpreis bis Reiseende für 11 verbleibende Nächte sind 220 Euro. Und? Wollen wir machen? Also wollen wir uns die mal angucken? Ja, angucken würde ich auf jeden Fall, ne? Ja. Auf Hälfte der Reise könnte man schon mal so ein kleines Mini-Upgrade machen. Wow, Leute, schaut euch mal die Kabine an. Das ist... Boah, guck dir mal das Bad an. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist Boah, guck mal, hier kann man rausgucken, ein Riesenfenster. Boah, voll, das machen wir, Markus. Ja, ich glaube auch, weil gerade wenn wir auf dem See sind, dann ist bestimmt so viel Platz. Oh, voll cool. Sehr schöne Fall, denn größer als die Balkonkabine, ne? Durch die, durch diese Rollstuhlsache, ne? Guck mal, Frieda. Was ist da? The smoke is getting close to my bed. I cannot make a sound. Empty lungs, sleeping but awake. Super cool, wir haben jetzt eine Tour gebucht, eine Offroad-Tour. Und weil das ja erst ab 4 Personen startet, haben wir jetzt vor dem Schiff gewartet und haben 2 Leute angesprochen. Witzigerweise ist das auch ein Künstler von AIDA. Und mit seiner Frau ist der an Bord. Und mit denen fahren wir jetzt diese Tour. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit. Meine Idee war, sich hier irgendwo hinzusetzen und irgendwo was zu essen. Aber schaut euch mal da hinten. Da steht die AIDA. Ihr seht mich jetzt noch nicht, aber voll schön.
ja hier in so einem Café und ich habe zwei Sandwiches mit Schinken und Käse bestellt, einen Kaffee und Frieda dürfte sich ein Eis aussuchen und ich habe 4,18 Euro bezahlt. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob ich auch zwei Sandwiches bestellt habe oder ob ich nur eins bestellt habe. Das finde ich ultra günstig. Also ich bin mal gespannt, wie groß die Sandwiches sind und wie der Kaffee so ist. Kaffee ist schon mal da. Frieda schnubbelt ihr Eis und ist, glaube ich, langsam müde. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal schön und freundlich. Oh, I need you. How I need you by my side. And I want you. Wir sind jetzt wieder da. Unser Guide ist auch schon da. Und wir haben uns, glaube ich, schon entschlossen, upsala, welche Tour wir machen. Und ich glaube, da hinten ist auch schon unser Jeep. Wie sitzen wir jetzt im Jeep? Einfach mal diesen View an, das ist der Wahnsinn. When I'm drifting out tonight and I'm homeless without a single land in sight. Oh, Frieda ist übrigens eingeschlafen. To feel the ground beneath my feet. I wanna know you more. I really wanna know you more. And it ain't easy to get back on your feet again. Frieda schläft noch. Ja. Und jetzt gehen wir mal rüber und gucken uns mal das Meer an. Ich habe mir jetzt eine typische Süßigkeit gekauft. Und die werde ich gleich im Auto mal probieren für euch. Nur für euch. Guten Morgen! Also ich habe es jetzt für euch versucht. Aber es ist einfach irre süß und total mit Puderzucker belegt. Ich kann nicht mal sagen, was es ist. And I want you. The Lord may know that I have tried. To be honest, to be naked, unashamed. I wanna know you more. I really wanna know you more. Jetzt sind wir hier mitten am See und es ist so ruhig. Es ist so idyllisch und Frieda jagt Schmetterlinge. Es ist echt richtig, richtig schön. Die Natur ist einfach auch so vielseitig. Also es ist, man hat hier Laubbäume, Nadelbäume. Also ich glaube, dass es im Sommer hier wirklich richtig schön aussieht. Es ist auch bunt. Von der anderen Seite jetzt auch nochmal, dann seht ihr auch nochmal den großen Berg hinter uns. Ich freue mich, dass wir diesen Ausflug gemacht haben. Also 40 Euro hat die Tour jetzt pro Person gekostet. Das gefällt mir. To be honest, to be naked, unashamed, I wanna know you more, I really wanna know. Na, Frieda? Wie ist bei uns? Schokobananen. Nein, wir sind doch die Coolen hier. Wir wollen Schokobananen. To get back on your feet again. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Und wollen jetzt noch einmal kurz in einen Supermarkt. Ich hatte, oder wir hatten ja Frieda davon versprochen, dass sie nochmal auf den Spielplatz darf. Mit Aida im Hintergrund. Schaut es euch an. Wir sind wieder am Schiff und checken gleich ein. Wir haben jetzt die neuen Karten geholt für die neue Kabine und gehen jetzt in unsere altere Kabine. Und dann ziehen wir um und ich freue mich so. Die Koffer sind gepackt. So, Frieda macht jetzt die ganzen Karten um. Und wir ziehen jetzt rüber in die Meerblickkabine. Yeah! Wir sind da! Und wir haben exakt die Kabine hier vorne an der Gangway. Super cool!
ist echt riesengroß. Also wenn ihr mal AIDA bucht, Mehrblickkabine, barrierefrei, das ist das hier. Gerade hat der Kapitän eine Durchsage gemacht, wie denn der Seegang werden wird. Also er meint 6 bis 7 hoher Meter Wellen, dass wir auf uns aufpassen sollen, auch beim Duschen gehen, auch wenn wir im Gang laufen, dass wir uns dann festhalten sollen, wo es am sichersten ist, sich aufzuhalten, also an Deck 5, in der Mitte vom Schiff und dass frische Luft gegen Seekrankheit hilft. Ich bin tatsächlich echt etwas aufgeregt. Und er meinte, dass wir das auch direkt merken werden, wenn wir jetzt von der Insel losfahren. Und ich bin gespannt, also ihr seid dabei, es wird spannend. Also das ganze Schiff hat sich schon für dafür gewappnet und hat Schiss. Aber ich zeige euch alles. Wenn was passiert, ich nehme es für euch auf. Ihr habt gerade schon gesehen, die Wellen sind schon ordentlich. Jetzt wird es immer mehr. Es wird immer mehr. Aber echt, hier drin ist auf jeden Fall bisher auszuhalten. Der Raum ist super riesengroß. Looking up at a tree, I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart. So, wenn der Kellner zu einem kommt und einem eine Kotztüte gibt und sagt, für die Kinder. Dann ist das nicht für die Kinder. Dann ist das für die Mama. Also Frieda, gut essen. Aber irgendjemand hat sich beschwert, dass die zu klein sind. Keine Messer mehr da. Die sind schon ganz schön groß. Wenn du den Messer nicht mehr brauchst, essen. Wir sitzen jetzt im Theatrium. Und es gibt Popcorn. Und jetzt gucken wir das Dschungelbuch. Mit Frieda und Markus. Und noch ein paar anderen Leuten hier. So, wir haben bis eben Dschungelbuch geguckt. Und die Nacht werden die Uhren wieder umgestellt. Das Licht ist immer hier so beschissen. Kriegen wir wieder eine Stunde mehr Schlaf. Jetzt freue ich mich schon auf unsere Kabine. Und es hat ordentlich geschaukelt auf jeden Fall. Schaukelt immer noch. Ja, also schaukelt immer noch sehr. Wir sind wieder auf der Kabine und alles knarrt. Frieda liegt schon im Bett. Markus liest dir gerade eine Geschichte vor. Und ich habe gerade noch schnell den Buggy zurückgebracht. Also da haben wir ja 5 Euro jetzt bezahlt für den Tag, 60 Euro Kaution. Und da habe ich direkt mal gefragt, weil wir nämlich gefragt wurden jetzt mit dieser Mehrblickkabine, ob wir überhaupt unser Fenster noch haben, weil nämlich auf der anderen Seite, also auf der Steuerbordseite, wurden die Fenster von innen mit einer Metallplatte versehen, jetzt bei diesem starken Seegang, weil die Wellen nämlich von Steuerbordseite kommen und gegen die Fenster knallen. Und aus Sicherheitsgründen wird da so eine Metallplatte gegen gemacht. Da habe ich auch erstmal gesagt, krass. Also, die meinten nur, ja, nur zur Sicherheit, zur Unterstützung, aber trotzdem irgendwie heftig, oder? Was denn? Du willst mit mir kuscheln? Nee, Frieda, du hast denn so ein tolles eigenes Bett. Aber darf ich dich dann rüberlegen, wenn du eingeschlafen bist? Und du hast ja noch gar keinen Schlafanzug an, so kommst du nicht in mein Bett. Ihr habt gehört, die Frieda möchte heute bei mir schlafen und danach darf ich dich aber rüberlegen, okay? Wenn du eingeschlafen bist. Und deswegen beende ich auch den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir hatten heute einen wirklich tollen Tag. Frieda war total lieb. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag, wenn es den nächsten Vlog gibt. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.